Hallo Filmstarts-Fans, ich bin Sebastian und in diesem Video geht es mal um meine persönlichen Lieblings-James-Bond-Filme. Keine Zeit zu sterben ist hier jetzt endlich mal im Kino angekommen. Wir mussten ja wegen Corona auch ziemlich lange auf diesen Film warten. Jetzt gibt es ihn endlich in den Kinos. Und dann dachte ich mir, hey, rede ich doch mal über meine Lieblings-Bond-Filme. Ich weiß, einige von euch wünschen sich so ein Movie-Pilot-Ranking, wo man wirklich über alle Bond-Filme redet. Das ist eigentlich mehr Yves Aufgabe. Mittlerweile fragt er mich auch schon, ob ich da mal einen Gastauftritt machen könnte, um wirklich einfach alle zu ranken. Das müssen wir uns auf jeden Fall nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ich will in diesem Video wirklich mal nur auf meine Top 5 eingehen, denn das mache ich ja seit neuestem hier so ein bisschen, meine Top 5 Lieblingsfilme, Lieblingsszenen, was auch immer zu ranken. Deswegen, es geht jetzt um die liebsten Bond-Filme von mir, Sebastian. Das ist natürlich nur meine eigene Meinung und geht tatsächlich auch nicht ohne Spoiler. Ihr seid hiermit gewarnt worden. The name is Bond. James Bond. Platz 5, Lizenz zum Töten. Ja, ich fange mal mit einem Bond-Darsteller an, der nur zweimal James Bond spielen durfte, nämlich Timothy Dalton. Und seine Bond-Filme Der Hauch des Todes und eben Lizenz zum Töten waren ein bisschen anders. Sie waren ein bisschen dreckiger, fand ich zumindest. Sie waren ein bisschen härter und brutaler. Und mein liebster Timothy Dalton-Bond-Film ist tatsächlich jetzt hier mein Platz 5, Lizenz zum Töten. Denn er präsentiert uns wirklich einen James Bond, wie wir ihn so eigentlich noch gar nicht gesehen hatten. Sein bester Freund, Kollege, wie auch immer, dieser Felix Leiter, dieser CIA-Agent, verliert seine Frau. Daraufhin schwört Bond blutige Rache an demjenigen, der die Frau umgebracht hat. Er verweigert sogar seinen Dienst, kündigt, man entzieht ihm seine Lizenz zum Töten und Bond ist quasi mehr oder weniger vogelfrei und begibt sich dennoch auf die Suche nach dem Killer. Das fand ich wirklich sehr, sehr spannend, weil wir hier einen James Bond haben, der eigentlich gar kein 007 mehr ist, der gar kein MI6-Agent mehr ist, sondern der wirklich auf sich alleine gestellt ist. Das ist er natürlich nicht wirklich, weil, was ich an diesem Film auch sehr schön finde, man Q, diesem Waffenexperten und diesem Erfinder, der ihm diese ganzen tollen Gadgets gebastelt hat, eine sehr viel größere Rolle gibt, als das in den bisherigen Filmen der Fall gewesen ist. Er wird hier so ein bisschen die Vaterfigur für James Bond. Das hat so ein bisschen was von Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, wo ja auch ein James Bond, nämlich Sean Connery, die Vaterfigur von Indiana Jones spielt. Und jetzt hier in Lizenz zum Töten Q neben Bond ein bisschen mehr in Aktion zu sehen, fand ich damals wie heute schon wirklich sehr, sehr spannend. Und wie gesagt, dieser Bond ist halt auch wirklich sehr viel brutaler, sehr viel heftiger, auch in seiner Action, was ihn so ein bisschen hervorstechen lässt, weil es keine richtige klassische Agentenmission ist, sondern wirklich vielmehr so ein Rachefeldzug. Und das Spannende ist, dass dieser Film in den USA fast sogar ein R-Rating gekriegt hätte, eben weil er so brutal ist. Aber ich muss nach wie vor sagen, ich mag diese Interpretation von Timothy Dalton als James Bond wirklich wahnsinnig gerne. Ich finde ihn einen sehr unterschätzten James Bond-Darsteller, der Bond wirklich ein bisschen runtergebrochen hat, der ihn etwas natürlicher hat wirken lassen, weil sein Bond auch immer noch etwas emotionaler reagiert als viele seiner Vorgänger und auch Nachfolger. Deswegen steht für mich Lizenz zum Töten auf Platz 5. Platz 4, Der Spion, der mich liebte. Mit Roger Moore als James Bond bin ich ja wirklich aufgewachsen, weil seine große Phase war ja so in den 70er, Anfang der 80er Jahre und Roger Moore hat ja wirklich wahnsinnig viele James Bond Filme gedreht, die mal mehr und mal weniger gut gewesen sind. Es gibt so einige Roger Moore Filme, die auch so sehr ins Lächerliche gehen. Ich nenne hier jetzt keine Namen. Aber nichtsdestotrotz ist Roger Moore so der Bond, mit dem ich tatsächlich aufgewachsen bin. Und ein Film, den ich bis heute wirklich wahnsinnig liebe, ist eben Der Spion, der mich liebte. Die Story hier ist die typischste Bond-Story, die es überhaupt gibt. Zwei Atom-U-Boote verschwinden. Bond muss sich hier jetzt auf die Suche danach machen. Gerät an den fiesen Karl Stromberg, der von Kurt Jürgens wirklich fantastisch gespielt wird. Und muss sich sogar mit dem KGB zusammenschließen. Also
besser geht's doch eigentlich gar nicht. Aber wie gesagt, wegen der Story gucke ich eigentlich keinen Bond-Film. Es geht immer irgendwie um die Action, es geht immer irgendwie um den Schurken, es geht um die ganzen Gadgets und was weiß ich nicht alles. Da muss die Story einfach nicht so krass ausgebaut sein. Hauptsache, man gibt mir einfach einen guten Grund, warum Bond jetzt wieder loszieht, um die Welt zu retten. Was ich an der Spion, der mich liebte, wirklich sehr mag, ist, es ist halt wirklich so ein Ur-Bond mal wieder. Es ist so ein perfekter Bond-Film für einen Roger Moore, der hier seine nonchalante Art irgendwie gut ausleben kann, der seine Witze reißen kann, der aber auch wirklich fantastische Action-Szenen bekommt. Dieser ganze Film strotzt nur so vor coolen Action-Set-Pieces. Aber was ich hier halt auch besonders mag, sind die ganzen Gadgets. Und ich hatte persönlich immer so das Gefühl, dass der Spion, der mich liebte, wirklich diese ganze Gadget-Geschichte nochmal auf eine Spitze getrieben hat, die wir vorher gar nicht so kannten. Am bekanntesten dürfte wahrscheinlich aus diesem Film wirklich der Lotus Esprit sein. Dieses Auto, das einfach mal per Knopfdruck zum U-Boot wird. Und das fand ich damals als kleiner Junge, als ich das erste Mal gesehen habe, absolut fantastisch und finde es heute immer noch cool. Aber dieser Film hat auch andere coole Gadgets, Schießstöcke, mit denen man schießen kann, Armbanduhren, die Faxe empfangen können und was weiß ich nicht noch alles. Dieser Film baut einfach diese Bond-Welt mit all dem wunderbar auf, was wir halt so mögen. Verschiedene Orte, coole Gadgets und interessante Schurken. Und was man hier diesem Karl Stromberg wirklich lassen muss, seine Schurkenhöhle, diese Unterwasserstation Atlantis, ist ebenfalls einfach nur toll. Das sieht einfach wunderschön futuristisch aus. Gleichzeitig gibt es aber auch tödliche und gefährliche Fallen, wie den Fahrstuhl, durch den man seinen Gegner in ein Haifischbecken fallen lassen kann. Das ist so genau diese Verspieltheit, die ich bei diesem Bond-Film so mag und weswegen dieser Film echt toll ist. Und es ist der erste Auftritt von Richard Kiel als Beißer, diesem Typen mit seinem Metallgebiss. Das ist so einer meiner persönlichen Lieblings-Bond-Schergen, einfach weil er so herrlich abgedreht ist und das passte auch wirklich gut in diese ganze Ära von Roger Moore mit rein. Deswegen dieser Film für mich Platz 4. Platz 3, Skyfall. Natürlich muss ich auch einen Film von Daniel Craig hier reinnehmen, denn er war wirklich ein sehr, sehr guter Bond, muss ich wirklich sagen. Seine ganze Reihe, die er mit Casino Royale angefangen hat, war auch eine Neuerung für das Bond-Franchise an sich, weil hier wirklich alle Filme irgendwo in Verbindung zueinander stehen, denn so eine zusammenhängende Story, das hatten wir früher nicht. Natürlich gab es irgendwo diese Organisation Spectre, aber man musste nie den Vorgängerfilm wirklich gesehen haben, um den Nachfolger zu verstehen, weil jeder Bond-Film letztendlich für sich alleine stehen konnte. Bei Daniel Craigs Bond hat man jetzt halt wirklich versucht, da mal eine zusammenhängende Geschichte zu erzählen. Nichtsdestotrotz funktionieren die natürlich auch in irgendeiner Art und Weise gut für sich alleine. Aber ich muss wirklich sagen, von allen Daniel Craig-Filmen ist Skyfall, glaube ich, so der mich so am meisten bewegt hat. Vor allen Dingen, weil wir Bond hier ein bisschen psychologisch runterbrechen, aber, und das fand ich tatsächlich noch viel spannender, seine Vorgesetzte M. Denn sie steht ja in einer besonderen Verbindung zu diesem Cyberterroristen Raoul Silva, der ja hier großartig gespielt wird von Javier Bardem. Diese ganze Beziehung zwischen Silva, Bond und M ist wirklich gut aufgebaut. Und natürlich immer diese dringende Frage, was hat das jetzt alles mit M zu tun? Was hat das mit Silva zu tun? Das ist wirklich sehr, sehr schön hier auserzählt. Sam Mendes, der Regisseur, kann einfach auch gut Drama inszenieren und das macht er hier perfekt. Javier Bardem, wie gesagt, ist ein großartiger Schauspieler, der hier auch einen sehr, sehr erinnerungswürdigen Bond-Bösewicht liefert, der eben auch dafür verantwortlich ist, dass wir mehr über die uns eigentlich schon bekannten Figuren lernen. Schön ist es ja auch dadurch, dass das hier ja der Jubiläums-Bond war, der 50 Jahre James Bond gefeiert hat, dass man hier auch nach Schottland zurückkehrt, wirklich an den Ort, an dem James Bond als Junge aufgewachsen ist. Das war so ein schöner Callback. Dadurch wurde das ganze Finale auch ein bisschen stiller und ruhiger, als man das bei einem Bond-Film gewöhnt ist. Und ich mochte einfach diesen Mix aus guter Action, die der Film natürlich auch hat, aber gerade, dass wir hier Bond wirklich mal in so ein Drama stecken, in dem er eigentlich auch alles hinterfragen muss, was er über seine Vorgesetzten jemals wusste. Und deswegen ist Skyfall für mich so ein
Bond-Film der neuen Ära, der wirklich, wirklich fantastisch ist und der sich auch gut gehalten hat, und dafür gibt es Platz 3 von mir. Platz 2, GoldenEye. Ja, Pierce Brosnan und ich haben eine ganz besondere Beziehung zueinander, denn sein erster Bond-Auftritt in GoldenEye ist tatsächlich auch mein allererster Bond-Film im Kino gewesen und ich war hellauf begeistert. Ich war natürlich davor schon ein großer James-Bond-Fan, wie gesagt, ich habe es ja schon erwähnt, die ganzen Roger Moore-Sachen habe ich damals alle im Fernsehen gesehen. Aber tatsächlich mal ins Kino gehen zu dürfen und einen James-Bond-Film zu sehen, war für mich damals so eins der Highlights meiner jungen Kinogeher-Karriere. Und ich muss nach wie vor sagen, GoldenEye mit Pierce Brosnan ist einer der besten Bond-Filme überhaupt, weil er so diese Essenz von Bond einfach wunderschön aufleben lässt. Martin Campbell, der Regisseur, kann offensichtlich auch gut neue Darsteller in diese Bond-Rolle einführen, denn er hat später auch Casino Royale mit Daniel Craig gedreht. Also er scheint wirklich ein Händchen dafür zu haben, neue Bond-Darsteller einzuführen. Gleichzeitig wurde uns mit GoldenEye aber nicht nur ein neuer Bond vorgestellt, sondern tatsächlich auch ein neuer M oder beziehungsweise jetzt eine neue M. Nämlich GoldenEye ist tatsächlich auch der Startschuss für Dame Judi Dench als Bonds neue Vorgesetzte. Es hat natürlich damals für viel Chaos gesorgt. Oh, wie kann das sein? Oh, wieso? Aber es funktioniert fantastisch und gerade Judi Dench in dieser Rolle ist einfach auch unglaublich bissig und diese ganze Dynamik zwischen ihr und Pierce Brosnan funktioniert auch so wahnsinnig gut und ich finde, das hat der Reihe echt gut getan und es hat einfach gut gepasst. Spannend an GoldenEye ist natürlich auch die Story irgendwo an sich. Sean Bean spielt hier den Bösewicht, der früher aber ein guter Freund von Bond gewesen ist. Er ist sogar ein Doppel-Null-Agent gewesen, der seinen Tod vorgetäuscht hat, um dann eine Terrororganisation namens Janus aufzubauen. Dieser ganze Reveal, dass er dann am Ende der Schurke ist, das fand ich auch immer ganz grandios und fantastisch inszeniert. Die Action hier kann sich natürlich auch sehen lassen, allein diese Panzerfahrt von Pierce Brosnan durch Moskau, wenn er dann am Ende diese Reiterstatue noch auf seinem Panzer hat, ist alles, alles großartig. Das Finale auf dieser Satellitenstation ebenfalls wunderbar. Und mit GoldenEye hat Pierce Brosnan einfach wirklich einen guten Einstieg geleistet. Man kann dann über seine späteren Filme sagen, was man will, aber GoldenEye, finde ich, ist nicht nur Pierce Brosnans bester Bond-Film, sondern für mich persönlich einfach wirklich einer der absolut besten Bond-Filme überhaupt. Deswegen Platz 2. Platz 1, Goldfinger. Ich weiß, dieser Platz 1 ist wahrscheinlich das Klischee schlechthin, weil es wahrscheinlich gefühlt jeder sagt, aber ich bleibe auch wirklich dabei. Sean Connery ist für mich nach wie vor einer der besten Bond-Darsteller überhaupt. Und Goldfinger, sein drittes Abenteuer, ist für mich so alles, was diesen Sean Connery Bond an sich ausmacht. Wir haben hier einen großartigen Bösewicht, der einfach mal die ganzen Goldreserven der USA stehlen will. Dieser Bösewicht hat einen coolen Handlanger namens Oddjob, der mit diesem komischen Metallhut durch die Gegend schmeißt und damit Leute töten kann. Das war immer so, okay, wow, krass. Schon hier hat sich einfach auch gezeigt, die Reihe nimmt sich da nicht zu ernst, sondern kann halt wirklich auch ein bisschen skurrilere Ideen gut umsetzen, weil Oddjob, so merkwürdig diese ganze Hutnummer auch war, war wirklich ein spannender und interessanter Handlanger. Gerd Fröbe als Goldfinger ist natürlich auch fantastisch und gerade diese Szene, wenn Goldfinger Bond gefangen hat und ihn mit diesem Laser durchschneiden will, ist natürlich am Ende irgendwo auch Kult geworden. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. Genauso kultig ist bei diesem Film natürlich auch dieses Bild von der mit Gold komplett überzogenen Frau, die Bond da einfach mal zugeschickt wird als Warnung, leg dich lieber nicht mit Goldfinger an. Gleichzeitig absoluter Kult ist in diesem Film natürlich der Aston Martin DB5. Das ist so das Auto mit all den Gadgets, die man sich irgendwie nur vorstellen kann und die man für einen Bond-Film einfach auch braucht. Ich glaube, kein anderes Auto hat jemals wieder so diesen Kultstatus erreicht wie dieser Aston Martin aus Goldfinger. Selbst der Lotus Esprit, so cool ich ihn auch finde, kommt nicht an diesen Aston Martin ran. Und wie gesagt, Sean Connery ist auch großartig hier in diesem Bond. Ich glaube, so nach den ersten beiden Filmen lebt er diese Rolle jetzt hier in dem dritten Teil wirklich komplett aus und wird zu diesem suaven, coolen Agenten, den wir dann kennen und lieben lernen. Und deswegen ist es auch von den alten
Film, einer der besten Filme für mich. Ich mag natürlich auch den ersten Bond, Dr. No, ohne Frage. Aber ich finde, in Goldfinger hat man das Rezept James Bond wirklich in jeder einzelnen Zutat perfektioniert und liefert uns einen spannenden und actionreichen Agentenfilm ab. You're joking. I never joke about my work, 007. Das waren meine 5 Lieblings-James-Bond-Filme, aber jetzt frage ich natürlich wie immer euch. Erstens, habt ihr den neuen Bond Keine Zeit zu sterben schon gesehen? Wenn ja, wie hat er euch gefallen? Zweitens, was sind eure Lieblings-Bond-Filme? Und drittens, was glaubt ihr denn? Wer wird der nächste Bond? Schreibt mir all das in die Kommentare und schaut hier einfach noch ein Video zu den kommenden Blockbustern von 2022.